So, hallo Leute, und da melde ich mich wieder zurück zum Let's Play F-Zero X. Und euch stelle ich nun den nächsten Charakter vor, namens Roger Buster. Seine Figur ist zwar ganz schlecht, aber die restlichen Stats sind gut. Boah. Ding, 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 ding. Es liegt bestimmt an seinem Fahrzeuggewicht. You got boost power! Aber vor Lenken tut er gar nicht mal so schlecht. Und Boost hat er ja auch drauf. Also da bin ich echt beeindruckt. Yeah! The final lap! Da er ja so schwer ist, kann er auch weniger außer Kontrolle geraten. Also das finde ich gut. Finish! Full place! Also mir gefällt den Roger Buster. Und der sieht auch noch cool aus, ne? Cooler Anzug mit paar Muckis. Also wirklich, wirklich gut. 3, 2, 1. Und ja, mit ihm sind es nur noch 7 Teilnehmer. Und dann habe ich das Let's Play geschafft. Aber es kann noch Monate hinweg dauern. Weil ich nehme ja noch nebenbei Mario Party auf. Und das sollt ihr auch mal reinziehen. Auch wenn es Einzelmodus ist, also Einzelspieler. Aber trotzdem werden dort immer Spannung geboten. You got Boost Power! Weil ich auch nicht cheate, ne? Im Gegensatz zu den anderen. Entweder die schneiden es aus oder die wechseln auf Spieler um, damit man bei Bohu keinen Stern oder Münzen klaut. Und außerdem wollte ich Silence singen, Leute. Ach, das wollte ich ja singen. Boah! You got a boost ding 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 ding
Also ich mag den Charakter jetzt schon. Aber ich habe halt gefehlt, weil ich einfach zu schnell war. Ding, 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 ding. 3, 2, 1. And Counter Strike! Aber was immer noch wichtig ist, Kontakt mit dem Gegner zu vermeiden. Yeah. So, fahr weg! Da kann man nur aus der Kontrolle geraten. So wie gerade eben. Wegen Blattwerken. Finish! So, nun bestreiten wir The Devil's Forest. Ding, 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 ding. 3, 2, 1. Auch er hat leider einen Nebeneffekt. Und zwar, wenn er die Kurven annimmt, ist es umso schwieriger. Da muss man schon vorher mit R- oder L-Taste arbeiten, bevor die Kurve kommt. Weil dann werdet ihr so wie mich am Sand hängen bleiben oder an der Wand. 3, 2, 1. Aber es macht mir nichts.
Schon ein. Wenn er Kurven nimmt, dann hat er Schwierigkeiten, aber ich mag ihn trotzdem. Weil der hat bestimmt Skills drauf. Aber es hat mir ein Drittel der Energie abgezogen für diese Aktion. Das ist nicht dein Ernst. Das kann doch nicht wahr sein, dass ich da noch auf der Bande gelandet bin und das meinen Wagen zerstört hat. Und das in der nächsten Runde. Dann hätte alles perfekt verlaufen können. Aber das werde ich ja wohl noch schaffen, Leute. Ja, Fußball! Ding 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 ding
Das genau in 31 Sekunden in der letzten Runde. Also den ersten Eindruck, ja? Den ersten Eindruck. Er hat zwar hohe Geschwindigkeit, aber, jetzt kommt das Wort aber. Das Problem ist, da er ja so schwer ist, ist es dann umso schwieriger, wenn man Kurve nimmt, muss man vermehrt oder schon vorher den L- oder R-Tast benutzen, um einen Seitenschub zu geben. Und ja, manchmal gerät er auch außer Kontrolle, aber nur manchmal. Im Gegensatz zu Kate Allen. Aber trotzdem, ich gebe ihm eine Chance. Also diese 19 Parts muss er mir jetzt beweisen, dass er was taugt. Ich hoffe trotzdem, euch hat das Video gefallen. Könnt ihr mit Daumen hoch oder Daumen runter bewerten. Und der nächste Part kommt dann wieder den Green Car. Den 462. Part. Ja, da kommt ja noch kein Dialog. Also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.